Dressurmäßige Handarbeit hat eine lange Tradition, war ursprünglich dazu gedacht, ein Pferd vom Boden aus so vorzubereiten, dass es alle Lektionen, die der Reiter später vom Sattel aus abrief, nutzen wollte und mit seinem Pferd durchführen wollte, dass es die alle vom Boden aus erlernte. Vorteil: Das Reitergewicht stört das Pferd noch nicht. Die Bewegungen eines Reiters, die auch störend sein können, entfallen hier. Und das Pferd kann sich ausschließlich auf sich selbst konzentrieren, angeleitet durch Berührungssignale seines Ausbilders. Es arbeitet also frei in einem Führungsrahmen ohne Störung durch den Körper eines Reiters. Natürlich gibt es auch in der Anwendung der einzelnen Techniken, je nachdem, wo man sich orientiert, welcher Methodik man eventuell schon begegnet ist, ganz unterschiedliche Ausführungspraktiken. Der gymnastische Effekt soll A sein, das Pferd geschickter zu machen, das Pferd geschmeidiger, fließender in der Bewegung, weicher in der Bewegung zu machen. C, weil es geschickter und geschmeidiger wird, kann es sich besser ausbalancieren. Wenn es sich besser ausbalancieren kann, wird es über einer kleineren Unterstützungsfläche sich bewegen, seiner vier Beine. Damit ist eigentlich sein Gleichgewicht labiler, weniger Signal- oder Hilfengebung. Das heißt, das Ziel ist, durch Verkleinerung der Fläche, auf der das Pferd sich stützt und bewegt, seine Beweglichkeit zu optimieren und seine Reaktionsbereitschaft auf feinste Hilfen damit zu entwickeln.